Ist das angekommen, Salt? Ja. Salt, alles okay? Positiv. Bei dir? Noch da. Ethan? Ausgezeichnet, Sir. Gibson, holen Sie uns hier raus. Versuch's 1-2, die Leinen sind gerissen. Okay, Sie haben wieder Luft, Lieutenant. Bestätigt. Wir haben Sie, Sir. Verdammt gut, Sie zu sehen, Reyes. Knut, helfen Sie ihm! Der Jekyll muss zur Wartung. Pronto. Ja, Ma'am. Hab meine Überdosis Ärger, Sir. Petty Officer First Class Ethan, das ist Gibson, Airboss der Red. Willkommen auf der Red, was davon übrig ist. Was hat Alder sich nur gedacht? Feuer. Strategische Manöver Feuer, liegen oberhalb meiner Sichtstufe. Tech 4, Tech 7, Tech Lima. Aufkommen, Captain Alder zu sehen. Die Brücke ist seit dem Angriff abgerissen. Ethan, bleib bei Gibson, tu, was sie sagt. Verstanden. Wie sieht's aus, Boss? Wie viele sind zurück? Scar 2 sind im Netz. Ansonsten nur sie. Verdammter Mist! Sieh dir das an. Reden wir mal mit dem Captain. Wir opfern nicht die Crew, wenn wir überrannt werden. Gehen wir zur Brücke. Ich brauche hier eine Injektion! Alle Divisionsoffiziere auf die Brücke. Wiederhole. Alle Divisionsoffiziere auf die Brücke. Ich hätte es. Die Parade wird wohl nichts, was Lieutenant. Das heißt, Sie und die Scar-Team haben hinten zu. Ein Captain schützt seine Leute, Salt. Notfalls durch Rückzug. Okay. Ich helfe Ihnen, Lieutenant. Starfar Schlummer. Keine leichte Entscheidung für Ihren Captain. Kostete uns gute Männer. Hätte nicht passieren dürfen. Nicht so. Bei allem Respekt, Lieutenant. Es war seine Pflicht. Der Feind zog sich zurück. Der Captain muss seine Männer nach Hause bringen, Staff Sergeant. Nicht immer, Lieutenant. Nicht immer. Platz machen für den Captain. Wo ist der Boat? Wo ist Captain Alder? Gleich hier, Sir. Kater. Der Captain ist tot. Mit dem Schiff untergegangen. Erster Offizier? Lebt auch nicht mehr, Ma'am. Eine Folge der Kollision? Ja, Sir. Wer hat das Kommando, Gator? Als ranghöchster Offizier an Bord? Sind Sie das wohl, Sir? Zerstörer Tigris dockt Shuttle an und will an Bord. Verstanden. Was ist mit dem Radar? Dreht sich noch, Sir. Die Raven-Transporter zur Evakuierung. Ich will die Gefallenen abtransportieren. Sprungoffizier, machen Sie uns schnellstmöglich flugtüchtig. Roger, Technikerin McCallum ist auf dem Weg. Staff Sergeant. Können wir auf Ihre Hilfe zählen? Was auch immer Sie brauchen, Lieutenant. Salt, kommst du mit? Natürlich. Gator, kontaktieren Sie den Admiral. Roger. Komm, Offizier. Stratcom Admiral Reigns. Roger. Tigris, Captain am Deck. Captain Farron. Lieutenant, wer hat das Kommando? Lieutenant Reyes, Scar-Teamleiter. Captain, Ihr Schiff und die Crew? Intakt. Sir, Admiral Reigns ist in der Leitung. Durchstellen. Captain Farron, Ladies, Gentlemen, schön Sie zu sehen. Sir. Ich möchte den Ernst unserer Lage klarstellen. Wir befinden uns im Krieg mit der Siedlungsdefensivfront. Dank Captain Alders Gewalteinsatz konnten wir den Feind zurückdrängen. Im Moment sind die Tigris und die Retribution die einzigen operativen Schiffe. Unser Ziel wird es sein, der Erde Zeit zu verschaffen, während wir die Flotte aufbauen. Verstanden, Admiral. Tigris einsatzbereit. Der heutige Angriff galt nicht bloß Genf. Die SDF führte gleichzeitig einen Angriff auf den Mondportalhafen. Und die Frachtterminals empfangen wichtige Fracht für den Wiederaufbau. Wir müssen ihn zurückerobern. Lieutenant Reyes, ich befördere Sie hiermit zum Commander. Sie sind ab sofort der Captain der Retribution. Verstanden, Admiral. Wehren Sie den Feind ab. Viel Glück, Captains. Reigns Ende. Wir haben kein Geschwader. Dann gehen wir ohne. So machen wir das bei der Infanterie, Lieutenant. Wir bringen die Marines mit der Retribution rein. Ich überwache alles von der Tigris. Dann an die Arbeit, Captain Reyes. Bleiben Sie wachsam. Sie alle. Sie auch, Captain. Das wird keine leichte Aufgabe, Captain. Wir haben nur wenige Soldaten und Waffen. Lieutenant Salter und ich kommen mit Ihnen. Das ist ein Bodenangriff. Der Captain gehört auf die Brücke.
Nicht dieser Captain. Nicht heute. Die Marines voraus. Sie kommen mit uns und genießen die Aussicht. Treffen auf dem Tiefdeck in 5, Staff Sergeant. Okay. Legen Sie los, Gator. Mondportal. Aye, Sir. Setze Kurs. Meldung, wenn bereit, Captain. Commander Reyes. Captain Alders Dienstbüro gehört nun Ihnen. Seine Dinge sind aber noch immer am Platz. Danke, Boats. Für den unbeugsamen Captain John Alder. Der Captain ist tot. Lang lebe der Captain. Panik. Ja. Du schaffst es. Du bist unser bester Mann. So viel Lob von dir, Nora? Hast du dir verdient. Nimm dir einen Moment. Täuschen mich meine Augen oder ist dein Jekyll-Pilotenhaus auf meiner Brücke? Ich wollte immer mal sehen, wie die anderen leben. Also, was beschert mir das Vergnügen? Ich schau nur mal so vorbei, Gator. Ach Quatsch, sie schnüffeln hier für 8 hochqualifizierte Piloten rum, die sich hier oben... Bereit. Sir, Ihr Schlüssel hat nun Aktivierungsfreigabe für den Schnellreisesprung. Okay. Bereit für Sprung. Ich habe Tigris Captain Farron für den Commander. Durchstellen. Captain, die Tigris springt außerhalb des Einsatzgebiets rein. Ist die Red da, halten wir die Position, bis Ihre Marines bereit sind. Guten Flug. Ende. Auf Ihren Befehl. Absprung. Divisionsalarm bereit. Sprung in 3, 2, 1. Status. Positionsgenauigkeit bei 0,97. Höhenintegrität unter Normal. Schaffen wir es, Gator? Ich bringe uns rein. Halten Sie den Kurs. Kommen raus. Eintritt in 3, 2, 1. Das Feuer löschen. Ja, Mann. Verstanden, Lieutenant. Kommando, die Unterstützung bereit. Wenn die Marines soweit sind. Die Tigris steht bereit. Gehen wir. Sie haben die Brücke, Gator. Aye, Sir. Ich geleite Sie zur Waffenkammer. Captain Reyes? Omars Trupp ist auf dem Tiefdeck. Wieso übernimmt Sergeant Omar das Kommando? Es ist ein gemeinsamer Einsatz. Er ist der erfahrenste Marine an Bord. Er war respektlos. Lass dich nicht provozieren. Griff erwartet Sie beide in der Waffenkammer, Captain. Die Diagnose zeigt alle 2 Sekunden Fehler. Ich arbeite daran. Griff? Lieutenant? Hab so gut ich kann hier aufgeräumt, wo wir Besuch vom Captain bekommen. Alles wie immer, Griff. Apropos wie immer, wählen wir Ihre Ausrüstung, Sir. Ist das eine Vault, Griff? Energiewaffe. Ich hab den Scan von der Oberfläche. Ich musste das Ding einfach ausdrucken. Wie lautet der Auftrag? Das Mondportal verstärken. Dann werden Sie eine Energiewaffe brauchen. Die macht mit den SDF-Bots kurzen Prozess. Ich habe auch ein paar Aufsätze da. Wollen Sie was Bestimmtes? Und jetzt fehlt nur noch die Ausrüstung. Ich habe gute alte Splittergranaten, aber auch coole neue Sachen. Suchbots und Hacktools. Thank you.
Das sollte schon geeignet sein. Nie aufgeben, Captain. Auf keinen Fall. Machen Sie Dampf, Sir. Wir sind hinter Ihnen. Wir müssen Ihnen entgegenwirken, Reyes. Nichts hiervon entspricht dem Standardvorgehen. In der Unterzahl, aber nicht unterlegen. Wann wurden wir zu den Underdogs? Vor einer Stunde. Achtung, Wohneinheiten zum Tiefdeck. Das reicht. Wiederhole, Wohneinheiten zum Tiefdeck. Alles klar. Was? Commander? So wollten wir nicht befördert werden. Nein, Sir. Sie sind der Richtige dafür, Reyes. Möge Alder in Frieden ruhen. Wie läuft's im Hangar? Planmäßig. Top-Crew abwerken. Ethan, ich will, dass du uns begleitest. Verstanden, Sir. Corporal Brooks wird Sie einweisen. Reyes, Lieutenant, Sie werden Schubrüstungen benötigen. Danke für die Warnung, Corporal. Bleib cool, Salt. Wie Eiskäppen. Hier ist der First Lieutenant. Alle für Tiefdeckoperation bereit machen. Was machen diese Dinger, Ma'am? Sie verstärken Sprünge und Wandläufe. Schwerelosigkeit AD. Weißt du das etwa nicht, Ethan? Doch, Captain. Die Stimme des Lieutenants ist nur so beruhigend. Alle an Bord, Sir. Lieutenant. Kann losgehen, Nunez. Bravo 1, 6, 7. Staff Sergeant! Woodwind Private, einsteigen. Es sind 18, Sir. Und unsere Offiziere. Und der hier. Was machst du denn hier, Drohne? Ich befolge die Befehle des Captains. Und das heißt Bord, nicht Drohne. Aber beinahe witzig, Sir. Lass das, Sir. Ich verdiene mein Geld. Achten Sie auf Ihren Bord, bevor ich Ihm Fliegen beibringe. Ich weiß, was die anrichten. Das wird nicht nötig sein, Staff Sergeant. Ethan, rein. Hi, Sir. Wir haben keinen Platz mehr, Captain. Kein Problem, Private. Er kann ruhig stehen. Rein mit dir, Ethan. Festhalten. Ja, Ma'am. Einsteigen! Mach hin, Roboter! Auf die Hatz achten! Bereit sein oder tot sein! Staff Sergeant! Das Mondportal der Erde wird derzeit belagert. Zur Verteidigung sendet die Retribution zwei Teams. Alphas und Bravos. 1 und 2. Unser primäres Ziel? Rückeroberung des Portals. Hurra! Hurra! Masken auf! Tigris, hören Sie mich! Tun wir. Bereit? Bestätigt. Stehen unter Beschuss, Sir! Wir müssen handeln! Das Tiefdeck öffnen! Achtung, es geht los! Alles klar, Gelter, rein los! Alles aus mir! Kälter, verschwinden Sie! Gehen in Warteposition! Das Terminal ist im Norden, Staff Sergeant. Behalte eine Weisheit für dich, Ethan. Kontakt! Rechte Seite! Ich habe ihn! Schieß sie an! Bravo, schlag dich! Bestätigen! Achtung! Ethan, alles klar? Richtig, Sir. Gut gefahren, Sergeant. Bleib mir aus der Sonne, Ethan. Jetzt nehmen wir dieses Terminal ein. Treib die Front zurück in den Arsch, aus dem sie kam. Sektion abgesperrt. Notfallluftschleuse auf. Unser Zugangspunkt. Gehen wir rein. Sauerstoff gut, Masken ab. Ausdrücken! Achtung, das Terminal ist gesperrt. Bitte verlassen Sie sofort das Terminal. Achtung, Schießkommando. Aufgrund eines Notfalls ist das gesamte Terminal gesperrt. Hier ist der FN, keine Gefangenen. Wie ist Ihre Position, Küstenwacht 1? Werden festgenagelt! Ende des Terminals! Warte, Halle D!
Nicht wie hin. Erdgeschoss! Wir rücken durch das Terminal vor und erobern dann den Frachthafen zurück. Kapitäne, bitte hier! Erdgeschoss! Halt Ruhe! Roger, wie das ab! Die Kompression fernhalten! Nicht da! Spezifikationen, Nathan? Schutz vor Hochgeschwindigkeitsgeschossen samt Sichtmodus. Fiese Panzerung. Marines reichen. Wir brauchen gute Männer, keine Maschinen, Captain. Holen wir unsere Jungs da raus. Scars, vorgehen. Wir müssen durch die Tür. Ich helfe Ihnen. Wartehalle C. Küstenwacht ist in der Nähe. Alpha an Küstenwacht 1. Wir sind auf dem Weg zu Ihnen. Kontakt vorne. Schilde. Die Linie halten.
Scharfe Granate! Granate geworfen! Der Gurm! Der Gurm! Mist! Danke. Unsere Leute sind direkt dahinter. Sanitäter! Aber mit den Marines wird dein Team festgenagelt. Feinde kommen! Auf geht's! Beeilung! SDF, 12 Uhr! Ethan. Und du? Volle Kraft, Sir. Die Erde steckt in Schwierigkeiten, wenn wir den Frachthafen nicht zurückerobern. Können zwei Großkampfschiffe diesen Luftraum halten, Sir? Negativ. Sie brauchen Luftunterstützung. Eins nach dem anderen. Zuerst braucht der Captain eine Waffe. Wo gibt es hier Ausrüstung? Waffen kann man gleich nach vorne. Mir nach. Bravo, Team. Alpha ist auf der Nordseite des Hangars. Wie lautet Ihr Status? Wir kommen in Ihre Richtung. Treffen auf Ihren Befehl. Bestätigt. Ende. Die Waffenkammer, Captain. Das ist unser Arsenal. Nehmen Sie, was Sie brauchen. Danke, Wachmann. Schrotflinten und LMGs. Wie bestellt? Captain, diese Schockgranaten sind sehr effektiv gegen Bots. Halten Sie die Bitte von mir fern, Sir. Hier ist auch ein Verbesserungsterminal. Schrotflinte und LMG, wir brauchen beides, Reyes. Wenn versorgt, brechen wir auf. Ein Angriff auf die Basis. Gehen wir da raus und sichern wir sie. Alpha ist unterwegs, Bravo. Haltet durch. Wir sind hier oben auf Verbündete gestoßen. Ich sehe Bravo. Wir sind dahinter. Kommen zur Verstärkung. Verstanden. Auf dem unteren Deck! Schockgranaten einsetzen! Zielerfassung! Lage nach! Da kommt es! Verschwinden! Wir sind in Deckung! Sie!
Jackals mit unserem Namen. Aufmachen, Soldat! Roger, Lieutenant! Freigabe zur Startvorbereitung? Habe ich, Ma'am. Na, dann machen Sie uns bereit. Was haben Sie vor? Wir kapern ein SDF-Kampfschiff und schalten es aus. Die Bodenphase ist vorbei, Sergeant. Scars gehen in die Luft. Zeit, sich die Flügel zu verdienen. Sie haben Rückhalt, Captain. Leute, durchhalten! Wir holen euch da raus! Setzen wir diesen Aufzug in Gang. Okay. Wie lauten meine Befehle, Captain? Du kommst mit uns, Ethan. Yes, Sir. Omar, Sie gehen mit Sorter. Ethan, du kommst mit mir. Das ist keine Übung, Captain. Keine Wort. Eine Marine. Mein Team steht, Sergeant. Danke für Ihr Vertrauen, Sir. Dann heben wir mal ab. Düsen sind okay, Antriebe auch. Okay, Christian, macht uns überlassen. Schicken ist braucht Hilfe aus der Luft. Eins nach dem anderen, Jungs. Erst sichern wir die Waffen, dann helfen wir Tigris. Roger, Starterlaubnis erteilt. Ich habe unterwegs. Ah! Ich dachte, wir haben es auf die Türme abgesehen.
Bestätigt! Skars! Sammeln für Orbitalstart! Verstanden! Steigen wir auf! Reyes, sind in Position. Warten dort! Gut gemacht, Marines! Transport organisieren! Wir treffen uns bei der Retribution! Verstanden, Starstuck! Die Grüße oben, Lieutenant! Raider, Tigris hat einen Backbordmotorschaden. Er bitte sofortige Unterstützung. Raider wird an Bord des Kriegsschiffs gehen und es ausschalten. Warten Sie. Wie ist der Enterplan, Captain? Wir gehen über die Backbord-Bugseite rein und dann schwerelos zur Brücke. An Bord deaktivieren wir die Brücke und die Heckkampfsysteme. Verstanden. Nach Deaktivierung. Das ist unser Großer auf 12 Uhr. Im Blick. Tigris, haben Sicht. Bestätige Sicht. Deckungsfeuer. Komm mit rein, Raider. Dir nach, Fieber. Seh ich! Küstenwacht Jackal abgeschossen! Absprungzone voraus! Absprung in 3, 2, 1! Los, los, los! 1, 2, 3! 1, 1 ist raus! Direkt voraus, Sir! Gut, gehen wir! Wir brauchen Unterstützungsfeuer bei den Skulls! Weiter Verstand, vor! Schon dabei. Wir sind außen an der Brücke, bereit für den Durchbruch. Verstanden, warte. Schließe den Kurs. Los, rein da! Staff Sergeant, den Ausgang decken. Ethan, Primärwaffen ausschalten. Salt, auf die Fenster achten. Ich hole die Offizierskarte. Die Karte schnappen und los, Captain. Tigris, Primärwaffen erledigt. Weiter zu den Sekundären. Verstanden. Den Liftschacht runter, los! Leise, Sie wissen nicht, dass wir hier sind. Die Gefechtssteuerung ist hier, ein Deck weiter unten. Verstanden. Aufmachen. An die Arbeit, Ethan. Sekundärwaffen deaktivieren. Okay. Die Offizierskarte öffnet die Konsole, Captain. Sicherheitsprotokolle. Klicke mich ein, Captain. Ursa-Streitkräfte sind an Bord des Schiffs. Waffen abgeriegelt. Dann los! Sir, ich habe etwas anderes gefunden. Sieht wie feindliche Kriegsschiffpositionen aus. Können Sie das ziehen? Schon runtergeladen, Sir. Sehr gut, dann los. Tigris, Waffen deaktiviert. Gehen zum Ausgangspunkt. Staff Sergeant, bringen Sie uns raus. Ah!
war schnell, Ethan. Ausgezeichnet, Sergeant. Scar-Team, Vorsicht! Ares wird gleich die Kampfzone verlassen. Bringen Sie Ihr Team sofort runter vom Schiff, Captain. Wie viel Zeit haben wir? Höchstens 3 Minuten. Tigre, Platz freigegeben. Verstanden. Verbündete in der Nähe. Achtung! Durch die Tür, los! Feindkontakt! Los! Warte! Sicher! Dir nach, Reyes. Die Wachturm führt am anderen Ende, Sir! Die Ares springt gleich! Wir können nicht länger warten! Wir haben gewartet? Vorrücken zum Kontrollraum! Bewegung! Die Zeit läuft! Wir müssen los! Druckabfall! Festhalten! Tigres, wir brauchen Vögel! Verstanden. Schicke Jackals. Es kommen Schützen! Oben! Jackals sind da! Verstanden. Einsteigen! 1-2 eingelastet! Bereit! Weg hier! Tigres, Scars sind raus! Verstanden. Feuer freigegeben! Mission abgeschlossen, Tigris. Scar-Flug ist unterwegs. Startkomma hat Tigris für einen Einsatz außerhalb der Einsatzzone freigegeben. Wir sehen uns sicher wieder. Wir sind die Einzigen, die den Feind fernhalten. Guten Flug, Captain Reyes. Danke, Captain Farron. Captain Reyes, wichtige Nachricht vom Admiral. Durchstellen. Ja, Sir. Hier kommt sie. Stratcom hat einen Flottenfunkspruch entschlüsselt, den Admiral Koch 6 Stunden vor dem Angriff abgeschickt hat. Okay, Admiral, fahren Sie fort. Heute startet die Flotte die Eroberung. Hier und jetzt werden wir die Herrschaft und den Einfluss.